Hallo und herzlich willkommen zu Mike's Koch- und Backstudio. Heute möchte ich einen Salat machen, und zwar einen Brokkolisalat mit Walnüssen und getrockneten Tomaten und das alles auf Low-Carb-Basis. Und was ich alles dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Ja, für meinen Brokkolisalat. Und ich habe hier schon mal einen ganzen Kopf Brokkoli, habe ich mir hier in Röschen geschnitten. Dann brauche ich 100 Gramm Feta, 150 Gramm Cocktailtomaten gewürfelt, 10 getrocknete Tomaten in Streifen geschnitten, eine rote Zwiebel gewürfelt und dann habe ich hier noch 40 Gramm Walnüsse und für das Dressing brauche ich von den getrockneten Tomaten das Öl, da brauche ich 3 Esslöffel von, 1 Esslöffel Balsamico-Essig, ja, und nachher noch zum Garnieren Petersilie. Und natürlich Salz und Pfeffer. Ja, und als erstes müssen wir unseren Brokkoli blanchieren. Ich habe mir hier schon mal Wasser aufgesetzt, das langsam erhitzt wird, mit ganz wenig Salz drin. Jetzt geben wir den Brokkoli da rein. Und lassen den da etwa für 5-6 Minuten drin. Ja, was heißt eigentlich blanchieren? Blanchieren, das ist, wenn man wie hier den Brokkoli oder ihr könnt auch Möhren blanchieren, wenn ihr die einfrieren wollt, dann schneidet ihr die in Scheiben, gebt die ins heiße Wasser rein für 5-6 Minuten, holt sie dann raus. Und ich habe mir hier schon mal einen Topf aufgesetzt mit eiskaltem Wasser. Da gibt er dann die Möhren oder den Brokkoli rein. Dann wird der Garprozess sofort unterbrochen. Und der Brokkoli oder die Möhren behalten die Farbe und die sind knackig. Und ihr könnt nachher das Gemüse dann so einfrieren und dann, wenn er braucht, holt er raus und hat doch immer die schöne selbe Farbe, wie er den hier vorher zubereitet hat. Das ist Blanchieren. Jetzt können wir unseren Brokkoli abkippen. Und ich habe hier schon mein Eis, in Anführungsstrichen Eiswasser, weil ich habe kein Eis hier. Da habe ich mir hier so, die habe ich unten im Gefrierfach drin liegen, so Eiskompressen genommen. Und jetzt gebe ich den Brokkoli da rein. Und jetzt wird sofort der Garprozess gestoppt. Und in der Zeit geben wir schon mal die Zutaten hier in einer Schüssel, die getrockneten Tomaten, die gewürfelten Tomaten und die Zwiebeln, die kommen hier rein. Und jetzt kommt noch der Brokkoli hier rein. Und das wird jetzt alles schön vermengt. Und jetzt machen wir uns an das Dressing. Und dafür brauchen wir 3 Esslöffel Öl von den getrockneten Tomaten. 1, 2
ein Esslöffel Balsamico-Essig. Und jetzt kommt noch Pfeffer und Salz hier rein. Oh, dann kannst du schütteln jetzt mal durch. Mal. Probieren. Schmeckt gut. Und das geben wir jetzt hier drüber. Rüber. Jetzt wird noch der Feta hier drüber gebröselt. Das Ganze wird jetzt nochmal durchgerührt. Und jetzt kann der Brokkolisalat bis heute Abend ziehen, und zum Schluss kommen nachher noch die Walnüsse drauf. Und wie der Salat am Ende aussieht, nachher zeige ich euch heute Abend. Aber vorher habe ich noch eine andere Frage. Was macht man hier aus dem, ja, aus dem ganzen Strunk von dem Brokkoli? Wenn ihr wisst, was man daraus machen kann, schreibt ihr mir mal unten in die Kommentarleiste rein. Also ich schmeiße den immer weg. Wenn ihr was Besseres wisst, schreibt es mir da unten mal rein. Ich würde mich darüber freuen. Also wir sehen uns gleich wieder. Also dranbleiben. Ja, jetzt ist es soweit. Unser Salat ist durchgezogen. Jetzt werde ich den noch einmal durchrühren. Genau, und dann können wir auch schon anrichten. Und dann kommen hier ein paar Walnusskerne oben drauf. Und so sieht mein Brokkolisalat mit getrockneten Tomaten und Walnüssen aus. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen da. Ein Rezept sende ich euch wieder natürlich in die Infobox, und schaut auch mal hier in meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike.